Moin Moin aus Hamburg. Es ist wieder Dienstag, es ist der 5. März 2019 und es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Heute sitzen hier in unserem Studio Nils Fließhardt, unser Chefredakteur, und ich als Herausgeber der Zeitschrift, und wir haben uns gedacht, wir machen mal eine kleine Sonderausgabe, denn wir haben euch aufgerufen, uns eure Fragen zu stellen, die wir ganz offen und ehrlich beantworten wollen. Nils, bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Waren spannende Fragen dabei? Es waren spannende Fragen dabei. Dann legen wir gleich nach unserem Präsenter los. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Hannes Hawaii Tours. Seit über 30 Jahren ist Hannes Hawaii Tours euer Experte für Triathlonreisen. Von November bis Mai werden Trainingslager für alle Leistungslevels auf Mallorca und Fuerteventura angeboten. Im Frühjahr gibt es spannende Wettkampfreisen nach Südafrika und Lanzarote, und die Höhepunkte im Herbst sind die Reisen zur Ironman 73 WM, in diesem Jahr nach Nizza, zum Ironman Cozumel und natürlich zur Ironman WM nach Hawaii. Übrigens muss man sich für diese Reise nicht qualifizieren. Das Angebot Mythos Hawaii richtet sich an alle Triathlon-Fans, die einmal auf den Originalwettkampfstrecken trainieren und den bekanntesten Triathlon der Welt hautnah als Fan erleben möchten. Ja, Nils, du darfst anfangen. Ich darf anfangen. Also, wir haben Fragen bekommen auf allen möglichen Kanälen. Wir mixen die wild durcheinander, können nicht alle beantworten, aber wir geben uns Mühe. Eine Frage von Steffen. Habt ihr was von neuen geplanten Ironman 73 Rennen in Deutschland gehört? Ich würde sagen, nichts, was spruchreif ist. Ja, genau. Also wir hören natürlich immer mal wieder was. Dann sind natürlich auch viele Gerüchte dabei. Aber um dem zu entgehen, treffen wir uns. Nächste Woche haben nächste wir einen Termin. Genau. Mit Ironman-Vertretern. Und da können wir das ja mal nachhaken, mal fragen, ob es da neue Entwicklungen gibt. Ja, ich treffe mich sogar zweimal mit Ironman-Vertretern. Ich habe noch einen Interviewtermin mit Stefan Petschnik auf Mallorca, dem Europachef. Und vielleicht kann der mir was Neues verraten. Ja. Also wir sind an dem Thema dran, natürlich. Das ist ja unser zentralstes Thema, Großveranstaltungen im Lande. Und sobald es da was gibt, werden wir natürlich auch drüber berichten und das alles irgendwo einordnen. Die Absage von Rügen mussten wir ja nun kommunizieren, auch wenn es uns selbst andersrum besser gefallen hätte. Aber ja, klar. Ja, auch da muss man natürlich gucken, wie es auch da weitergeht, ob das tatsächlich wirklich das endgültige Aus ist oder ob man noch zueinander kommt. Ich glaube tatsächlich, dass beide Seiten die Veranstaltung eigentlich wollen. Man konnte sich halt nur jetzt zeitnah auf einen neuen Vertrag nicht einigen. Ja, ja. Ja, ist eine spannende Entwicklung. Extrem schade natürlich eigentlich, dass das dieses Jahr nicht stattfindet. Sehr schade. Ja, machen wir weiter. Ich nehme mal die nächste Frage hier von David Suchodoll. Der fragt zum Thema Budget. Wo kann man sparen, wenn man nicht 3.000 Euro für ein Rad ausgeben kann und keine 200 Euro für einen neuen Neo? Und wo lohnt sich jede Investition? Ja, sparen kann man natürlich auf jeden Fall. Und es liegt auch ganz stark daran, was für Ambitionen man natürlich hat. Dementsprechend muss man natürlich auch mehr ausgeben oder weniger ausgeben. Aber grundsätzlich würde ich erstmal sagen, für Leute, die einfach Triathlon machen wollen und nichts mit dem Ausgang eines Rennens zu tun haben, so wie fast alle, gibt es auf jeden Fall auch schon Maßnahmen, die gar nichts kosten. Also der Aero-Experte Jean-Paul Bayard von Swisside und der für ganz viele andere Firmen arbeitet, hat mir mal einen Satz dazu gesagt: Die günstigste Maßnahme, um schneller zu werden, ist Yoga. Also sprich, was steht dahinter? Man kann natürlich an seiner Sitzposition arbeiten. Ja? Und man kann sich selbst so aerodynamisch machen, sprich seine Stirnfläche so klein machen, wie es nur irgendwie geht. Und das kostet erstmal gar nichts, weil das erstmal an Flexibilität gekoppelt ist. Und da kann man Übungen machen und kann zusehen, dass man so klein wird, wie es auch irgendwie geht. Und dann sind so Sachen wie, dass man auch nicht unbedingt zwangsläufig ein teures Triathlonrad braucht. Also es tut auch ein Rennrad, und die gibt's ab 1.000 Euro, sage ich jetzt mal, ist ein guter Wert, was man schon investieren sollte. Man kauft sich einen Aero-Aufsatz dazu, vielleicht nochmal 100 Euro und nochmal eine, wenn man es ganz gut machen will, eine Sattelstütze, die einen Vorwärtsversatz hat, das sprich, die einen ein bisschen näher ans Cockpit bringt. Und dann muss man ein bisschen mit der Position experimentieren, aber da kommt man schon auf ganz gute Aero-Positionen, die praktisch nicht viel mehr Geld kosten als das, was man für ein normales Rennrad ausgeben müsste. Ja. Da kann man schon eine ganze Menge machen. Also da muss man sich absolut nicht verrückt machen lassen davon, weil ein gutes Triathlonrad, ja, das kostet halt schon schnell mal 2.500, 3.500, geht hoch bis, ja, fünfstellig. Also, kein Problem, 10.000 Euro auszugeben oder noch mehr.
Und dann ist ja immer noch die Frage, was man davon macht. Ich meine, wir kennen das alle, wir schauen uns in Wechselzonen um, in Rot, Frankfurt, Hamburg, bei den Langdistanzen, wo die Leute viel trainiert haben, viel Geld investiert haben und dann kleben sie sich 20 Gels aufs Oberrohr, einen schlecht zusammengefalteten Schlauchreifen hinter den Sattel und packen zwei runde Radflaschen in den Rahmen. Ja. Und machen das, was sie da für viel Geld sich an Leistung erhofft haben, durch Anfängerfehler, kann man fast sagen, kaputt. Ja, Anfängerfehler oder auch halt die falsche Position. Ne? Das ist das, was man ja noch viel, viel häufiger sieht und was auch bestimmt schon vielen von uns, mir auch schon passiert ist, ist, dass man mit einer Position gestartet ist, die man dann nicht durchhalten kann, ne? Weil man sich überschätzt hat und die einfach nicht von den körperlichen Voraussetzungen einfach nicht in der Lage war. Und dann kommt die zweite Radrunde und dann fährt man auf einmal mit den Händen am Basebar und das ist ja. Der Super-GAU. Also da kann man, kein Rad dieser Welt ist so gut, dass es sowas wieder aufholen könnte. Von daher, an der Position arbeiten kostet erstmal nichts und ist aber garantiert die erste Maßnahme. Ja, es geht ja dann noch weiter. Also mit Rückenschmerzen loszulaufen in einen Marathon ist was anderes als ohne Rückenschmerzen loszulaufen. Ja. Und man kann dann auch weitergehen. Also wenn man sich einen Anzug kauft, muss das auch nicht der allerteuerste Anzug sein. Das ist erstens sowieso sehr individuell, ob diese ganzen Aeromaßnahmen, die Spitzenanzüge mitbringen, bei einem selber und bei der eigenen Position auch funktionieren. Aber wichtig ist, dass der schon mal passt, also dass die Sachen passen, dass man sich darin wohlfühlt, dass man darin auch noch laufen kann, dass man Luft kriegt und und wenn es dann auch noch eng anliegt, so weit, dass es nicht überall Falten wirft, dann muss das nicht der teuerste Anzug sein, sondern ein passender. Beim Thema Neo, weil da ja auch explizit nachgefragt wurde, da ist es leider, glaube ich, ein bisschen komplizierter, dass die sehr, sehr, sehr günstigen Neos, und da gibt es ja fast keine, die weniger als 200 Euro kosten, teilweise so störrisch sind, dass man, glaube ich, besser dran wäre, man würde gar keinen anziehen. Aber das muss man natürlich manchmal. Da kommt es in der Tat darauf an, vor allen Dingen, wenn man ein schlechter Schwimmer ist, kann das nochmal doppelt zum Eigentor werden, weil gerade dann bräuchte man eigentlich viel Flexibilität in den Schultern und unter den Achseln, damit man da nicht noch weiter eingeschränkt wird und sowieso das, was einen sowieso schon anstrengt, dass das noch schlimmer wird. Ja. Da ist es leider, glaube ich, so, dass man da entweder viel investieren muss oder mehr investieren muss oder man geht den anderen Weg und leiht sich ein Neo. Das geht halt auch bei großen Veranstaltungen häufig oder es gibt Geschäfte, wo man das tun kann, weil das, glaube ich, mehr bringt, als wirklich sich mit einem, in Anführungsstrichen, hört sich jetzt böse an, billig Neo durchzuquälen. Ja, ja. Ja, ich bin weiter beim Thema Material. Fabian Herrmann hat uns geschrieben. Liebes Trimark-Team, erstmal ein großes Lob für euren Podcast. Er schafft es definitiv, dass lange Rolleneinheiten unterhaltsam und kurzweilig werden. Danke dafür. Nun zu meiner Frage. Meine Rennen und Trainingslager waren bisher immer gut mit dem Auto zu erreichen, wodurch der Fahrradtransport kein Problem war. Nun steht für dieses Jahr ein Wettkampf an, der eine Flugreise erfordert. Also, aufregendes Projekt. Ja. Kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, dieses Kribbeln, was man da vorher im Bauch hat, wenn man das erste Mal macht. Die Frage geht weiter. Habt ihr Erfahrungen und Tipps, wie das Fahrrad am besten zu verpacken ist und somit unbeschädigt die Reise übersteht? Nutzt ihr eine Transportbox, den ursprünglichen Lieferkarton oder wickelt ihr das Fahrrad nur gut ein? Vielen Dank für eure Antwort, Fabian. Fabian, können wir helfen und zwar sehr kurzfristig. Wir haben das Thema nämlich gerade durchexerziert hier. Genau, und das wird in der kommenden Ausgabe 169, werden wir das behandeln, das Thema. Wir haben mit Stefan Keul darüber gesprochen, Mechaniker von Patrick Lange, Jan Frodeno. Also neben weltweit führenden Experten im Verschicken, Versenden, Transportieren der Räder der Weltmeister. Genau, weil er da auch häufig auch für zuständig ist, halt, wenn es eben zu großen Rennen geht. Stimmt die Anekdote, dass er die Räder mitnimmt und nicht die Athleten? Zum Teil ja. Also nicht immer, glaube ich. Aber also ja, ich weiß, also dass er das zu bestimmten Rennen kümmert er sich darum, ja, und bringt die dann mit. Aber da ist es tatsächlich so bei den Top-Athleten, die haben auch immer noch ein zweites Rad. Also da kann der Super-GAU, man kommt an seinem Zielort an und das Rad ist Schrott, ist dann tatsächlich nur die halbe Katastrophe. Da kann ich eine Anekdote zu erzählen. Wir haben nachher noch die Frage nach Anekdoten. Mhm. Ich bin vor 2 Jahren auf Hawaii auf dem Zweitrad von Sebastian Kienle gefahren. Das durfte ich mal testfahren. Und das hat sein Trainer, Luba Spielek, damals gesehen. Und er hat erstmal wutentbrannt alle möglichen Leute angerufen, wie es dann sein kann, dass Sebastian Kienles Rad durch die Gegend fährt. Tja. Es war wahrscheinlich auch nur das Dritt- oder Viertrad. Aber es hat für Aufsehen gesorgt und
es hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja, also es ist tatsächlich so, dass es in der Tat unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das zu tun. Und es gibt auch für alles, wird man Leute finden, die sagen, ich mache das so, habe immer gute Erfahrungen gehabt. Und es wird die Leute geben, die sagen, so mache ich es auf gar keinen Fall mehr. Also das gilt für Taschen, das gilt für Koffer, das gilt für einfach so einpacken. Ich habe schon überall bei allen Varianten Räder rauskommen sehen, die Löcher hatten. Wo Schaltkomponenten abgerissen waren und so weiter. Also da eine generelle Empfehlung zu geben, ist, glaube ich, schwierig für das, was außen drum ist. Es hat alles Vor- und Nachteile. Aber man kann natürlich so ein paar Sachen einhalten. Das werden wir dann behandeln irgendwie in der nächsten Zeitschrift, das auch zeigen in Bildern, wie man das machen kann. Gibt es kleine Hilfsmittel. Und das ist auch gar nicht alles nicht so kompliziert. Das kriegt man hin und dann muss man so ein bisschen Daumen drücken. Das gehört immer dazu, glaube ich. Ja. Ne? Wir werden das Thema Versicherung auch nochmal aufgreifen irgendwann. Ja, das ist auch nicht so ohne und überhaupt Kosten von Radtransport. Ja. Beliebtes Thema bei Triathleten. Ich fliege nächste Woche nach Mallorca, ich nehme mir ein Leihrad. Ist natürlich auch immer eine Option. Wir haben ja tatsächlich sogar dieses Jahr auf Hawaii Leute kennengelernt, die sich da Leihräder genommen haben, um da an der Weltmeisterschaft teilzunehmen, weil sie gesagt haben, erstens ist es so teuer und zweitens möchte ich mein Rad auch nicht über die Tragfläche fliegen sehen, wollte ich jetzt fast sagen. Ja, also wie gesagt, noch etwas Geduld für die ganzen Details. Das nur erstmal so als Einstieg in das Thema. Dann, what's next? Du darfst wieder. Was haben wir hier? Eine Trainingsfrage von Alexander. Mich interessieren eure Meinung und Erfahrungen zu den aktuellen Möglichkeiten der Wattmessung beim Laufen. Ja, da bin ich nicht ganz unbefangener Experte, sage ich mal, weil wir ja selber den Shop Run with Power betreiben, wo es ein Wattmessgerät oder das einzige externe Wattmessgerät, was so gängig ist auf dem Markt, gibt. Es gibt die Möglichkeit, Wattmessung über gute Pulsuhren von Garmin zu machen. Die Polaruhr, die neue, kann das auch. Und eben mit externen Sensoren. Man muss aber zu allem wissen, Wattmessung beim Laufen ist was anderes als Wattmessung beim Radfahren. Ja, beim Radfahren wird tatsächlich Kraft und Leistung gemessen und an ein Display übertragen. Beim Laufen wird das Ganze errechnet. Ja, aus Beschleunigungswerten. Ja. Ja. Das Thema ist beim Laufen längst nicht so eingeschlagen wie beim Radfahren, weil ich beim Radfahren viel, viel mehr daraus ableiten kann. Ja, ein hart gemessener Wattwert ist ein hart gemessener Wattwert. Beim Laufen ist A, die Diskrepanz zwischen tatsächlicher Leistung und Geschwindigkeiten nicht so groß. Ja, wenn ich auf einer flachen Strecke unterwegs bin und es windstill ist, dann kann ich sehr gut über gemessene Zeiten pacen. Ja, und das kann inzwischen jede Sportuhr. Da brauche ich nicht unbedingt ein externes Tool. Das ist was anderes, wenn ich im Gelände unterwegs bin, wenn ich Intervalle sehr, sehr genau ansteuern will oder wenn ich Wettkämpfe pacen will auf Strecken, die jetzt nicht der flache, windstille Rundkurs sind oder Wendepunktkurs. Ich möchte das Thema gerne immer in die Richtung erweitern. Wattmessung ist das eine, aber diese ganzen Sensoren und auch das, was die modernen Triathlon-Uhren mitbringen, das sind weitaus mehr Messwerte. Ja, da geht es zum Beispiel um Links-Rechts-Verteilung der Bodenkontaktzeiten, wo man sehr früh sehen kann, oder schleicht sich irgendwas in der Technik ein, was vielleicht ein früher Vorbote einer Überlastung, einer Verletzung sein kann. Ja. Ich habe es bei mir gemessen, also genau. Bodenkontaktzeiten 50-50. Ich bin im letzten Jahr dann durch Schweden gelaufen mit Bodenkontaktzeiten im Verhältnis 46-54%. Okay. Also schon eine deutliche Abweichung und habe mich tatsächlich auch gefühlt wie Lionel Sanders, ja, so von der Optik her. Ja. Auch wenn du auch so schnell warst wie Lionel Sanders, ist das nicht so schlimm. Ja. Aber es gibt so ein paar Metriken, die man auf verschiedene Arten messen kann, die viel, viel wichtiger sind als ein Wattwert. Zum Beispiel eben die Bodenkontaktzeit oder die Schrittfrequenz. Ja, kurze Bodenkontaktzeiten, hohe Schrittfrequenz sind ein Indikator für eine A, schnelle Lauftechnik, für eine ökonomische Lauftechnik und B, für auch für eine gewisse Verletzungsprophylaxe. Und ich würde erstmal mit diesen groben Parametern anfangen, bevor ich da mit kleinsten Wattwerten arbeite. Grundsätzlich kann man sagen, Wattwerte beim Laufen sind immer höher als beim Radfahren, aber sie haben deutlich weniger Aussagekraft. Ja. Gut. Das mal so als Zwischenfazit. Ich glaube aber, dass sich in dem Bereich noch eine ganze Menge tun wird. Ja, auf jeden Fall. Also es sind ja auch wirklich viele ambitionierte Profis auch damit unterwegs. Und die sammeln halt noch ganz, ganz viel, um halt wirklich dann über einen längeren Zeitraum das auch eben abbilden zu können und zu sehen können, was können wir denn überhaupt aus den Zahlen ableiten. Ja,
Und es gibt erste Tools und auch hier an der Uni Hamburg eine Studie zum Thema Wattmessung beim Schwimmen. Da wird das Thema dann wieder noch komplexer. Wie gesagt, beim Radfahren Mittel der Wahl, beim Laufen nützliches Accessoire in Verbindung mit anderen Messwerten, beim Schwimmen noch fernab jeglicher praktischen Anwendung. Joa. Machst du? Mache ich? Mach du. Ich mache. Günther Pilz hat uns geschrieben. Günther Pilz, den kennen wir schon, der kommentiert relativ häufig bei uns. Und zwar immer eher so ein bisschen kritisch zu unserer Berichterstattung, wo wir uns natürlich auch darüber freuen, wo wir dran wachsen können. Aber Günther hat immer ein Problem, wenn wir über Ironman berichten. Und er fragt jetzt in diesem Moment, warum wird Ultratriathlon von euch ignoriert? Ja, warum wird die Frage kann ich so nicht stehen lassen, weil das stimmt erstmal so nicht, weil ignorieren tun wir das natürlich nicht. Wenn es was zu vermelden gibt, dann machen wir das auch. Die letzte Sache, an die ich mich erinnern, war der Weltrekord beim 10-fach Ironman von Richard Jung. Die Sache ist aber auch ganz ehrlich, dass für uns Triathlon, wie ihn wirklich relevant viele Leute betreiben, bei der Langdistanz eigentlich aufhört. Ja, und wir haben da schon, oder da kann ich nur von mir sprechen, auch eine gewisse Faszination für alles, was länger ist. Gerade diese 10-fach-Sachen sind so unvorstellbar. Und wenn man sich mit Leuten unterhält, die das gemacht haben, ich habe mal mich länger mit Stefan Schletter darüber unterhalten. Das war der erste Deutsche, der war bei der ersten 10-fach Langdistanz in, ich glaube, in Mexiko. Mexico City, glaube ich, oder war es in Mexico City dabei? Und bis heute ist mir das nicht aus dem Kopf gegangen, wie er gesagt hat, irgendwie schwimmen im Schwimmbad mit inklusive Verpflegung und Essen und so weiter. Also man muss sich dann die Zahlen irgendwie durch den Kopf gehen lassen. 38 Kilometer. Dann mit Polizeieskorte rüber zu einem kleinen Park, wo eine 1-Kilometer-Runde war. Und da ging es dann 1800 Kilometer in die eine Richtung mit dem Rad. Und dann die 420 Kilometer laufen in die andere Richtung. Hat mehrere Tage gedauert, logischerweise. Ja, ja. Und er konnte mir viel erzählen über die Faszination von Leben in einem Stadtpark. Irgendwie über mehrere Tage, ohne fast ohne Schlaf. Also Faszination definitiv vorhanden. Berichterstattung, da muss man auch so ehrlich sein, wird es immer mal wieder geben, es sei denn, uns wird jetzt die Bude eingerannt und sagt, wir wollen mehr über Ultratriathlon, dann machen wir mehr über Ultratriathlon. Aber ich denke, dass das eher bei Einzelfällen bleibt. Ja, ich muss auch sagen, so meine Wahrnehmung von Sport, die hört auch irgendwo da auf, wo sich ein Event noch innerhalb von einem Tag oder 24 Stunden abbilden lässt. Jeder, der Ironman gemacht hat und eine Zeit vor Augen hatte, der weiß, wie schnell sich sowas auch unterwegs anfühlt. Ja, also 180 Kilometer in 5 Stunden zu fahren, das ist richtig Action, ja, da ist richtig Alarm drin. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, danach lässt das dann relativ schnell nach. Und wenn man sich dann auch so durchschnittliche Finisher-Zeiten und Laufzeiten anguckt, das ist dann eher ein Gehen oder Marschieren oder Wandern. Das fühlt sich für mich nicht mehr so wie Sport an. Da sind wir jetzt fast in so einer Diskussion, ist E-Sport Sport? Ja, Das wird Gegenwind erzeugen. Irgendwo ist für mich da eine Grenze erreicht, wenn es nur noch darum geht, die Zeit irgendwie zu überstehen und dabei irgendwie vorwärts zu kommen. Und ich habe so in meiner Beobachtung auch viele Menschen kennengelernt, wo ich dachte, ist das alles so gesund? Ja, ich erinnere mich, wenn ich jetzt mal einen Namen nennen darf, Astrid Behnor, die große Ultratriathletin, die wir hatten. Wenn man die mal im Fernsehinterview gesehen hat oder so, das war nicht unbedingt Werbung für Triathlon, wie ich es verstehe. Ja, es ist halt ein anderer Ansatz. Es ist ein komplett anderer Ansatz, ja. Und wie gesagt, es ist keine Massenbewegung. Ja, es gibt diese paar Events mit 20, 30 Teilnehmern, aber da hört es dann auf. Und wir können da sicher mal wieder über den Tellerrand blicken, aber es wird sicher nicht so sein, dass wir die Szene fortlaufend verfolgen. Genau, so würde ich das auch verstanden wissen wollen. Also, dass wir uns keinesfalls dagegen sperren, überhaupt nicht. Aber das wird nicht unser Hauptbestandteil werden. Ja. Joa. Dann habe ich hier die nächste Frage von Niklas Arndt. Was ist für euch das interessantere Starterfeld dieses Jahr? Frankfurt oder Rot? Ja. Die Gretchenfrage, oder? Total. Und ich finde die ganz fantastisch, die Frage, und musste da tatsächlich relativ lange drüber nachdenken und habe auch, glaube ich, noch keine Antwort gefunden, weil das kommt auch so ein bisschen, glaube ich, auf die Warte drauf an, also was das jetzt für interessant für einen bedeutet. Ja. Und
ja, wenn man jetzt so ein bisschen in die Glaskugel gucken könnte, in welche Richtung sich das noch entwickelt, also wie der Fitnessstand bei dem einen oder anderen dann doch wird, weil ich glaube, davon hängt es ganz stark ab, letztendlich. Also wenn man jetzt mal Frankfurt nimmt, klar, bei den Männern aus deutscher Sicht und auch ja aus Favoritensicht kann man schon fast sagen, Frodeno, Lange, Kienle ist natürlich mega Startfeld, ja, alle schon mit Weltmeister-Ehren dekoriert. Und ja, da ist natürlich die Frage, wie viel lassen die schon raus in Frankfurt? Ne? Ja. Gibt's da tatsächlich wirklich ein Battle? Oder was hat das für eine Aussagekraft letztendlich hinten raus? Wird sehr spannend. Ich meine, Patrick Lange hat ja gesagt, er will das Ding endlich mal gewinnen. Ja, dann gilt es natürlich auch, die anderen zu schlagen. Ne? Und bei Kienle gibt es Fragezeichen, aber dass er das Rennen gewinnen kann, weiß man auch, hat er auch oft genug gemacht. Frodeno genau das Gleiche. Gerade Jan Frodeno tritt nicht an, wenn er nicht gewinnen will. Ich behaupte mal, Jan Frodeno wird in seiner Karriere kein Triathlon-Rennen mehr verlieren. Wow, das ist eine sehr gewagte Aussage, die würde ich so noch nicht unterschreiben, weil da muss ich auf jeden Fall noch drüber nachdenken. Ja, ja. Und mir zu pauschal. Und wenn Nils das sagt, Nils hatte im letzten Jahr auf Hawaii als einziger den richtigen Riecher, was den Weltmeister betrifft. Nils hat im Vorfeld immer gesagt, vergesst mir den Patrick Lange nicht, der wird Weltmeister. Ja. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Muss ich hier neidlos anerkennen. Ja, aber das ist halt tatsächlich auch wirklich immer die Frage. Auch dann. Aber es ging ja darum, was ist interessanter? Also da ist natürlich schon mal mega interessant. Bei den Frauen, da ist das Feld von den Favoriten, was jetzt dann letztendlich, sagen wir mal, ja, von den Titeln, die schon geholt wurden, noch nicht so spektakulär, aber da geht es natürlich, Daniela Bleimehl und Anne Haug ist natürlich auch ein sehr, sehr interessantes Battle, sag ich jetzt mal, wenn wir es darauf reduzieren wollen. Es sind natürlich immer noch andere auch noch mit am Start, aber das wird natürlich was, wo drauf wir gucken werden. So, ja, ne? Ja. Beide unterschiedliche Stärken so und da wird es auch sehr, sehr interessant sein, wie sie sich weiterentwickelt haben. So, ne? Ich meine, Daniela Bleimehl, letztes Jahr Rotsiegerin, Anna Haug, dritter Platz auf Hawaii. Aber glaube ich, beide noch nicht auf dem höchsten Niveau, wo sie vielleicht noch hinkommen können. Ja, ja. Also würden sie, glaube ich, auch beide so unterschreiben. Mhm. Von daher sehr interessant, wer kommt näher ran? Und weil natürlich auch bei beiden da ja auch mit Hawaii das nächste Highlight ja auch dann am Horizont schon steht. Also auch da wahrscheinlich Frankfurt nur ein Zwischenergebnis und eine Zwischenbilanz, aber sehr, sehr spannend. Ich hätte jetzt in meiner ersten Karriere als Triathlet gesagt, das Frauenrennen in Rot interessiert mich aus eigenem Antrieb. Ich bin 1996 in Rot, bin ich mit Ute Mückel ins Ziel gelaufen. Ja. Die hat das Rennen gewonnen, die war aber 10 Minuten vor mir gestartet. Ja. Wenn mir das dieses Jahr wieder gelingen sollte, müsste ich also eine Zeit von, sagen wir mal, 8:10 anpeilen. Das ist vielleicht möglich, aber Laura Philipp geht dann duschen, ich gehe dann laufen. Ja, genau. so verschieben sich die Dinge. Ja, also ich gehe davon aus, Rot wird schneller sein als Frankfurt bei den Frauen. Aber es wird nicht mehr um eine Weltbestzeit gehen, weil die schon im April in Texas fällt. So, da meinst du, dass die... Ich lehne mich heute verdammt bei dir aus dem Fenster. Ja, Franken haut heute alles raus, ja, genau. Ja, musst du auch auflösen jetzt? Ja, also Texas war im letzten Jahr ein verdammt schnelles Rennen. Die Radstrecke war zu kurz, die Kampfrichter auf der zweiten Runde nicht mehr da, was mit dem Ausgang an der absoluten Spitze nichts zu tun hatte. Aber das Rennen ist einfach, wenn das Wetter stimmt, verdammt schnell. Und Daniela Rief hat sich das Rennen ausgesucht als Langstreckensaisonauftakt. Ja. Die macht eigentlich nur schnelle Rennen. Klagenfurt ist auch für ein schnelles Rennen bekannt. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch ein gewisses Ziel dahinter steckt, an die Weltbestzeit von Chrissy Wellington aus Rot ranzukommen. Das glaube ich auch, dass das irgendwie in ihrem Hinterkopf ist. Ich meine, an irgendwas muss sie sich ja festklammern, irgendwie was Ziele angeht. Das ist jetzt soll nicht despektierlich klingen, aber im Rennen hat sie es ja meistens dann doch eher damit zu tun, dass sie halt vorne ist, wenn sie denn dann Lucy Charles eingeholt hat. Ja. Um es da nochmal drauf runterzubrechen, in Rot, die Frauen Lucy Charles, Laura Philipp ist wahrscheinlich das, auf was wir alle gucken werden, ist so das Duell. Sarah Crowley ist noch dabei und es sind auch noch ein paar andere dabei, die auch immer noch mit, ich glaube aber trotzdem, dass es auf Lucy Charles und Laura Philipp da rausläuft und da wird es natürlich dann auch echt auch da wieder mit Fingerzeig auf Hawaii
Sehr, sehr spannend, wer da das Rennen macht. Richtig gespannt bin ich auch auf Anja Ipach, ehemals Beranek, die wieder am Start sein wird. Das ist fast so ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass sie 2016 auf Hawaii Vierte geworden ist und ganz lange hinter Daniela Rief gefahren ist auf dem Rad, die sich immer umgeguckt hat und sich gefragt hat, wer ist das hinter mir, der mir da das Leben so schwer macht. Und da finde ich sehr, sehr spannend, drauf zu gucken. Ich meine, Rot ist für sie auch immer ein besonderes Pflaster. Mhm. Kommt aus der Region und da bin ich einfach sehr gespannt drauf. Von daher mega interessant, wie das Frauenrennen ausgeht. Ja, und bei den Männern, da musste ich mir eine Liste machen, um da mal das alles im Kopf zu behalten, wer da alles startet. Wir haben 6 Leute, die bei der letzten Ironman-Weltmeisterschaft unter den Top 10 waren. Bart Arnutz, David McNamee, Braden Curry, Matt Russell, Andy Potts, Cameron Worth. Das sind alles Namen, wo man weiß, okay, das wird schnell. Ja, das wird auf jeden Fall richtig schnell. Und wir haben mit Andreas Dreitz und Andreas Böcherer zwei deutsche Langdistanzler da, die sich natürlich auch präsentieren wollen. Ja. Aber da jetzt mal in den Ring zu werfen, wer das Rennen gewinnt, Frank, wenn du dir das zutraust, mal gucken. Ich glaube, dass Andreas Dreitz ja auch noch nicht auf dem Höhepunkt seiner Langdistanz-Leistungsfähigkeit war. Der hat ja auch erst spät angefangen damit, vor 1,5 Jahren in Italien. Und so ein Heimrennen wird ihn sicher motivieren. Das letzte Jahr war jetzt nicht ganz so ganz perfekt abgerundet gelaufen für ihn, aber lassen wir uns überraschen. Ne? Ja, total. Und ich meine, gerade so die auch die internationalen Namen und auch Andi Böcherer hat halt letztes Jahr Katastrophensaison fast, kann man fast so sagen, glaube ich. Und ist qualifiziert jetzt. Was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass Rot davon profitiert, dass Ironman den Quali-Modus für die Profis geändert hat, weil viele Leute, die ihren Slot für Kona in der Tasche haben, die haben jetzt quasi freie Auswahl, wo sie starten können. Ja, wobei, korrigiere mich falsch, liegt, aber Braden Curry zum Beispiel hatte, glaube ich, sich gehofft, dass er jetzt in Neuseeland die Quali holt. Ist jetzt mal in die Hose gegangen. Ich glaube, das ist dann so einer der Ersten, der sich jetzt Gedanken machen muss. Ne? Ja, ja. Ja, aber super spannend natürlich. Ne? Und auch da super schneller Radfahrer dabei. Und so, jetzt ist die Frage, was ist interessanter? Also das kommt jetzt wirklich tatsächlich auf den Blickwinkel an. Ja. Schwer zu sagen. Und wenn die Frage jetzt persönlich ist, für mich ist es Frankfurt, weil ich da arbeiten und berichten werde. Mhm. Und in Rot werde ich auch arbeiten und berichten, aber das Ganze aus dem Rennen raus. Ich werde vom Elite-Rennen herzlich wenig mitbekommen. Hoffe, dass wenigstens einer der Organisatoren da ist, wenn ich ins Ziel komme und nicht alle bei der Pressekonferenz sind in dem Moment, dass überhaupt irgendwer auf mich wartet. Ja, bitte wartet auf mich. Ja, von daher werde ich den Jungs und Mädels gratulieren am nächsten Tag bei der Siegerehrung und werde aber vom Rennen nichts mitbekommen. Also ich muss mich inhaltlich auf Frankfurt vorbereiten. Gut, dann sage ich, Rot, weil da echt richtig viel passieren kann. Und ich mir dann auch ein bisschen mehr Gedanken darüber machen muss, wen ich ganz oben hinsetze auf meinen Tippschein. Ja, wie gesagt, deine Tipps, die sind immer schon eine gute Prognose. Ja, mal gucken. Ja. Gut, nächste Frage. Bist du dran? Kann fahren. Such dir was aus. Wir switchen wieder zu Training. Marco fragt, ich habe eine Frage in Richtung Trainingssteuerung. Der polarisierte Ansatz, Lit-Hit-Training mit 80-20 bzw. 90-10-Anteil, soll eine Verbesserung der VO2 Max bringen. Wird dieser Trainingsansatz bis zum Hauptwettkampf durchgezogen oder beginnt man irgendwann damit, die erreichte Verbesserung mittels längerer Schwellenintervalle zu festigen? Das ist doch dein Thema. Das ist mein Thema, ja. Und genau so ist es. Ja, wir sind aktuell in der Saisonaufbauphase. Ja, die meisten Leute waren noch nicht im ersten Trainingslager, wo es dann eher sogar noch mehr Richtung Umfänge geht und gar nicht mal so polarisiert trainiert wird, sondern eher im Bereich Lit, also im Bereich der unteren Intensitäten. Aktuell ist ja auch mein großer Favorit, polarisiertes Training, 80% im sehr, sehr lockeren Bereich und 20% im sehr, sehr harten Bereich und eben nichts dazwischen, nichts im Schwellenbereich. Das kommt, ja, das ist Teil der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung. Das kommt dann, wenn es um die Spezialisierung geht, wenn es darum geht, auch mal im Bereich der Schwelle über einen großen Teil der Wettkampfdistanz zu trainieren. Da sind wir aber noch nicht. Also polarisiertes Training ist Saisonvorbereitung, wettkampfspezifische Vorbereitung ist dann wirklich wettkampfspezifisch auf die einzelnen Ziele, die jeder Einzelne hat.
Und da verlassen wir dann den polarisierten Bereich. Alles klar. Ja, soll ich mal wieder? Ja. Günter Rampitsch schreibt, sprecht doch über den Dopingskandal, das Dopinglabor in Deutschland. Okay. Also ich sage mal, wir sprechen drüber. Es ist hier natürlich Thema in der Redaktion. Ja. Ja, man weiß ja noch nicht wirklich viel. Ja. Was man weiß, ist, dass das vermutlich noch nicht alles war, was bisher rausgekommen ist. So wie ich das verfolgt habe, wird quasi versucht, die gefundenen Blutbeutel zuzuordnen. Und da ist natürlich auch die Frage, wie weit sich die Ermittler da in die Karten gucken lassen. Aber ja, was soll man da groß zu sagen? Also man kann eigentlich nur den Kopf schütteln, dass das Thema ja nach wie vor eins ist. Aber ehrlich gesagt, wirklich überrascht davon sein sollte man auch nicht. Dass ich meine, das war in der Vergangenheit so und dass es immer noch im Profisport in verschiedenen Bereichen so sein wird, ist jetzt keine wirklich große Überraschung. Aber irgendwie, mich berührt es trotzdem irgendwie immer unangenehm. Also ich finde, also es ist nicht so, dass ich immer sage irgendwie so, ja, pff, das war doch klar, sondern irgendwie ist es dann trotzdem immer wieder so, wenn was rauskommt. Und ich meine, klar, da muss man jetzt auch gar nicht, dieser Reflex irgendwie dann zu sagen, boah, bis jetzt hat es noch keine deutschen Sportler getroffen, dann ist alles gut, sage ich jetzt mal. Das wäre natürlich das Allerfalsche. Es ist doch vollkommen egal, woher die Sportler kommen. Und dass das in Deutschland das Labor platziert ist, ist ja auch eine Aussage. Also, ja, ja. Müssen wir beobachten und gucken. Wir haben schon länger keine prominenten Dopingfälle mehr gehabt im Triathlon und es ist eine Frage der Zeit, ja. Also ja. Bis mal wirklich irgendwas ganz Großes passiert. Es ist mal die Frage, unterscheidet sich der Triathlon auf der Kurzdistanz, auf der Langdistanz dadurch, dass das eine eher verbandsnah organisiert ist, das andere privatwirtschaftlich organisiert, unterscheidet es sich dadurch von anderen Sportarten, aber wir sehen ja die Problematiken in der Leichtathletik, im Radsport, auch im Schwimmen immer wieder. Ich glaube nicht, dass der Triathlon sagen kann, wir sind frei davon, ja, wenn in allen drei Einzelnen das Problem da ist. Es geht auch im Triathlon inzwischen um viel Geld. Ja, es schwebt so ein bisschen wie ein Damoklesschwert über der ganzen schönen Berichterstattung, die man natürlich macht. Wir sind da gewappnet, wenn mal was passieren sollte. Aber wir hoffen, dass dieser Kelch erstmal weiter an uns vorübergeht, weil einfach die Athleten sauber sind. Aber das ist eine Hoffnung, von der wir wissen, dass die unrealistisch ist, ganz ehrlich. So kann man es, glaube ich, sagen. Aber mehr muss man noch nicht. Also es wäre jetzt genauso falsch, Athleten unter Generalverdacht zu stellen. Das ist immer falsch. Mhm. Und von daher bleibt einfach nur gelassen abwarten eigentlich. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ja, und wir reden ja auch nur über die Spitze des Eisbergs, über die getesteten Elite-Athleten. Wir wissen aber auch, dass zum Beispiel im Fitnessstudio-Bereich das Thema Doping ein ganz großes ist. Und wir haben unheimlich viele, unheimlich ambitionierte Athleten auch im Altersklassenbereich. Ja. Und da wird auch ja flächendeckend überhaupt nichts getestet. Trotzdem sind auch da schon mal Menschen aufgefallen. Und ich glaube, was wir beitragen können, ist immer mal wieder Aufklärung. Das tun wir auch regelmäßig. Über Dopingrisiken und ansonsten, wie gesagt, können wir nur das Beste hoffen, dass die Athleten so sauber sind, wie sie es alle sagen. Ja, so ist es. Ich mach mal weiter. Ja. Mit einer Trainingsfrage ist gut. Jakob fragt, ich bin noch frische 20 und trinke dementsprechend gerne mal einen mit meinen Freunden. Das ist wahrscheinlich nicht so optimal, wenn man mittags trainiert hat, aber ich wollte einfach mal fragen, ab wann der Alkohol wirklich anfängt, das Trainingsergebnis negativ zu beeinflussen. Ja, Jakob. Da könnte man jetzt kurz oder lang ausholen, glaube ich, oder? Und man kann da sicherlich auch unterschiedliche Meinungen zu sein. Ja, sagt Frank. Ich hebe meinen Finger. Dann mach doch du die erste Antwort. Oh mein Gott. Ich habe schon ein paar Mal darüber gesprochen. Meine Einstellung ist ganz klar. Alkohol ist eine Privatsache, soll jeder handhaben, wie er will. Aber es hat für mich wenig mit Sport zu tun. Und deshalb macht auch für mich keinen Sinn, das irgendwie verbinden. Ihr erinnert euch, ich greife ja selten in redaktionelle Dinge ein, aber ich habe einmal eine Meldung rausgekippt aus dem Magazin, wo es darum ging, irgendwie ein
Randevent irgendwie eine Meile laufen und eine Flasche Sekt leeren oder so. Ja. Das ist für mich so, ja, also gerade so Glorifizierung im von Alkohol im Umfeld von Sport, wo es ja eigentlich um eine positive Sache geht, um Vorbildgeschichten und so, das passt für mich nicht zusammen. Ja, wir haben 2 Millionen Alkoholkranke in Deutschland, wo auch teilweise noch Familien dranhängen, also viel, viel mehr als diese 2 Millionen betroffenen Menschen. Ja, wir haben weltweit Opfer von Gewalt unter Alkoholeinfluss. Wir haben Unfallopfer, die nicht sein müssten, wenn es um Alkohol geht. Von daher spielt Alkohol bei uns medial keine Rolle. Ja, ich finde es auch schade, dass da momentan das in manchen Podcasts anders gehandhabt wird. Das passt einfach für mich nicht zusammen. Ich trinke seit 44 Jahren erfolgreich gar nichts. Ja, es hat mir nie gefehlt. Ja, auch darüber haben wir neulich schon gesprochen, dass manche Leute glaubten, ich hätte ein Problem, weil mir nie was gefehlt hat. Deswegen, wie gesagt, das ist meine Grundeinstellung zum Thema Alkohol. Was das Sportliche anbelangt oder überhaupt das Gesundheitliche. Ich hole noch einmal ein bisschen länger aus. Also ich habe ja Medizin studiert und habe in meinem Studium eine ganze Menge Menschen kennenlernen müssen, die nur deshalb im Krankenhaus waren, weil sie in ihrem Leben irgendwas falsch gemacht haben, sage ich jetzt mal, auch wenn sich so ein bisschen ankreidend anhört, aber die hätten nicht da sein müssen, wenn sie ein bisschen mehr auf sich aufgepasst hätten. Ja, und das ist ja auch so mein Antrieb, warum ich diesen Verlag hier betreibe. Wie gesagt, es ist Privatsache für jeden, aber grundsätzlich lässt sich sagen, Alkohol ist immer schädlich, es ist ein Toxin. Ja, diese ganzen Effekte, die man mal diskutiert hat, ein Viertel Wein oder so am Tag schadet nichts, das ist alles längst hinfällig. Es wird momentan viel diskutiert, wie weit Alkohol ein Kanzerogen ist, eben auch Krebserkrankungen pusht. Man sagt inzwischen, dass man eigentlich davon ausgeht, dass jede vierte Krebserkrankung in modernen Gesellschaften durch Alkohol bedingt ist. Und das ist eine ganz erschreckende Zahl. Ja, beim Rauchen haben wir das ja ganz anders diskutiert. Beim Alkohol traut sich da die Öffentlichkeit und die Meinungsmache noch nicht so richtig ran. Von daher bin ich jetzt mal Vorreiter hier. Wenn man solche Effekte des Alkohols sieht, dann kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass es im Training nichts bringt. Wir haben einen Artikel dazu gehabt mal. Ja, genau. Ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Ja, aber auch den kann man eigentlich, also der beschäftigt sich auch sehr detailliert mit dem Thema. Und ja, die schlechte Nachricht für alle, die sich jetzt von Frank noch nicht so haben abschrecken lassen, ist tatsächlich, ja, dass es eigentlich auch immer, wie Frank auch schon gesagt hat, immer einen Effekt hat. Also, dass man immer sagen kann, dass Prozesse wie Muskelwachstum oder Erholung immer hinten angestellt werden, wenn der Körper noch damit zu tun hat, sich mit dem Abbau zu beschäftigen von Alkohol. Und dazu kommt, dass man schlechter schläft auch noch. Also alles Dinge, die dem Training nicht förderlich sind oder dem Ergebnis, warum man es ja eigentlich macht. Also ja, eigentlich, ja, also wenn man gerne trotzdem auch nicht auf sein Bier verzichten möchte, muss man damit leben, dass es auf jeden Fall einen Effekt hat. Wie groß der Effekt ist, das hängt natürlich auch von der Menge ab, aber er ist auf jeden Fall immer da, ja. Ich schlage mal vor, den Artikel, den nehmen wir nochmal vor, den stellen wir nochmal auf die Website. Ja, ich packe das in die Shownotes rein, wir nennen es einfach mal trimac.de/alkohol. Ja, und dann kann sich jeder da selber ein Bild auf wissenschaftlicher Basis machen. Die Fastenzeit beginnt ja morgen. Ja, für viele ist das Thema aus ganz anderen Gründen jetzt kein Thema, aber ich behaupte nach wie vor, die Welt wäre eine bessere ohne Alkohol und von daher, vielleicht kann ich einen kleinen Beitrag dazu leisten auf diesem Weg. Gut. Was haben wir noch? Ich habe hier noch eine Frage von Christian Haug. Hallo Sportfreunde. Mit großem Interesse verfolge ich nicht nur jeden Artikel in eurer Zeitschrift, sondern ebenfalls jede Ausgabe Carbon Lactat dienstags auf der Rolle. Schon wieder so einer. Hat man eben schon mal. Als Triathlon-Rookie habe ich noch viele Fragen, aber zwei davon interessieren mich am meisten. Müssen es beim Triathlon auf dem Rad bzw. beim Wechsel unbedingt Triathlon-Radschuhe sein oder gehen auch normale Rennradschuhe? Was sind die Vor- und Nachteile? Habt ihr eine Empfehlung? Und das zweite geht zum Thema Neo. Gibt es eine Plattform, Webshops, lokale Läden, in denen man gebrauchte Neos kaufen kann? Muss es zwingend ein neuer Anzug sein? Wäre wirklich toll, wenn ihr die beiden Fragen in eure Sendung packen. Danke und sportliche Grüße. Also, zu den Radschuhen kann man sagen, dass es auf keinen Fall Triathlon-Radschuhe sein müssen. Also es gibt auch und gab auch immer schon auch
auch Profis, die normale Radschuhe, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, gefahren sind. Also der Vorteil eines Triathlon-Radschuhs ist, der ist ja nur, dass man schneller rein und rauskommt. Ja, also dass die Laschen, also die Verschlusssysteme so angeordnet sind, dass halt, wenn der Schuh am Pedal befestigt wird, dass man schneller reinschlüpfen kann und auch rausschlüpfen kann dann. Das ist halt der Vorteil. Wenn man das sowieso nicht macht, was ganz viele Einsteiger sich am Anfang auch noch nicht zutrauen, weil es auch tatsächlich ja nur ein paar Sekunden spart, je nach Wechsel zu Und sich die Schuhe sowieso anziehen, dann spielt es eigentlich keine Rolle, ob man einen Triathlon-Schuh oder einen normalen Radschuh anhat, wenn man denn damit ein paar Meter laufen kann. Das ist natürlich dann schon die Voraussetzung. Aber allein von der Funktion auf dem Rad wird wahrscheinlich sogar der Radschuh ist natürlich überlegen, weil es dann eine bessere Passform auch ist in den meisten Fällen. Ja, also von daher kein Problem, mit einem normalen Radschuh zu starten. Ja, also Anekdote dazu, mein Vereinskollege Carsten, ich weiß nicht, ob du uns noch hörst, ob du noch Triathlon betreibst überhaupt, der hat Radschuhe gehasst. Der konnte sich einfach nicht dran gewöhnen. Ja? Und der ist auf Lanzarote gestartet, auf der Langdistanz, und ist in hochgedämpften Essex-Laufschuhen die 10 schnellste Radzeit gefahren. Okay. Und er hat sich sogar für Hawaii qualifiziert. Ja, also sicher ein Einzelfall. Ja. Das ist immer die Frage, obwohl da bin ich schon mal mit auf die Nase gefallen. Ich habe, ist immer die Frage, wie viel wäre da noch möglich gewesen? Ja, genau. Aber manche Leute sind einfach schon so verdammt schnell, dass man ihnen auch zugestehen muss, dass selbst die Schuhe sie nicht noch viel schneller gemacht hätten. Ja. Es gab früher so spezielle Duathlon-Pedale, wo man dann so vollflächig seinen Laufschuh drauf aufschnallen konnte. Ja. Ich glaube, das gibt's auch nicht mehr. Inzwischen Triathlon-Spezialradschuhe haben einfach Vorteile beim Wechsel. Ja. Ja. Ich frage mich zum Beispiel immer, ob es die Zeit wert wäre, so ein Aeropräser, so eine Badekappe für die Schuhe, überzuziehen auf der Langdistanz. Ja. Ich glaube nicht. Also es wird, glaube ich, auch damit experimentiert. Gab es schon auch verschiedene Ansätze. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das regeltechnisch überhaupt erlaubt ist. Okay, Müsste man tatsächlich mal nochmal nachgucken. Ja. Aber ja, das dauert unfassbar lange, bis man da drin ist. Also ich meine, klar, es gibt Radschuhe mittlerweile, die anders aufgebaut sind. Aber alles, was unten am Fuß ist, halt auch nicht ganz so einfach, weil der sich natürlich auch bewegt. Und da sind wir aber wieder in Bereichen, da sollten sich normale Triathleten keine Gedanken darüber machen, ganz ehrlich, weil selbst wenn man da was gewinnen kann, dann ist das so minimal. Ja, also, ja. Da ist immer die Frage, was bringt es ein? Also man sollte die Schuhe anziehen, wo man am längsten und am besten, komfortabelsten drin fahren kann. Also dass man einfach da drin ein gutes Gefühl hat. Und dann kriegt man das mit dem Ein- und Ausstieg auch schon hin. Ja, ja. Was die Leute eher beschäftigt, ist das Thema Neo. Ich fange an mit Triathlon, ich will nicht gleich 600, 700, 800 Euro ausgeben. Woher bekomme ich einen vernünftigen Neo? Vielleicht gebraucht oder so. Ja, also da gibt es garantiert Möglichkeiten. Also es gibt im Fachhandel einfach mal erkundigen, je nachdem, wo man wohnen muss, dann halt gucken. Gibt es häufig die Möglichkeit, halt Anzüge zu leihen. Was immer eine gute Option ist, erstens, weil man dann wahrscheinlich, wenn man dann da hingeht, einfach auch einen passenden bekommt. Das ist am Anfang ja auch nicht so einfach. Also da gibt's halt, es kommt halt extrem auf die Passform drauf an. Die muss halt wirklich stimmen und da den richtigen für sich rauszufinden, ist nicht ganz so einfach. Von daher ist es wirklich wichtig, dass man sich da beraten lässt und nicht einfach irgendwie auf blauen Dunst was bestellt und dann hofft, dass es schon irgendwie passt und dann am Renntag merkt, dass es nicht so ist. Von daher ist, glaube ich, wenn man reinschnuppern will, das keine schlechte Idee. Also es gibt auch so Modelle, dass man einen Anzug leiht und wenn man ihn behalten möchte, kriegt man ihn danach für einen günstigeren Preis und so. Also da gibt es sicher, und also gerade auch bei den großen Veranstaltungen gibt es immer Möglichkeiten, dass man auch vor Ort was leihen kann und sich dann beraten lassen kann. Ist auf jeden Fall ein guter erster Weg. Ich meine, man kommt bei je nach Regelwerk halt dann eben auch nicht drum rum. Es kann halt einen immer mal treffen, dass auch Neoprenpflicht herrscht, nicht nur Neoprenverbot. So ging es mir bei meinem ersten. Ich habe mir dann einen gekauft und konnte ihn nicht anziehen, weil Neoverbot war. Okay. Ja, also. Ja. Ansonsten, es gibt auf Facebook eine große, riesengroße Gruppe, ein Kauf- und Verkaufs-Thread für Triathleten. Ja, da kann man mal schauen. Ansonsten aktuell die Phase Neo-Testschwimmen. Ja, da werden ganz viele Neos von Herstellern zur Verfügung gestellt zum Testschwimmen. Oft gibt es die auch noch am Ende der Saison. Dann gibt es neue Modelle und die müssen irgendwie weg. Da kann man vielleicht auch mal beim Hersteller direkt anfragen, wenn man jetzt nicht ganz akut 2 Wochen vorm Rennen was braucht, sondern ein bisschen Zeit hat.
Ja, im privaten Umfeld, im Vereinsumfeld gibt es vielleicht auch mal was, dass man sich was leihen kann. Manche Vereine haben auch einen kleinen Pool eigener Neos, die man sich leihen kann. Ja. Hier in Hamburg ist es immer sehr interessant, wenn man morgens beim kurzen Hamburg-Triathlon, beim ITU oder Hamburg Wasser World Triathlon heißt er ja, da am Start steht. Man erkennt sofort, da ist ungefähr jeder fünfte Neo kommt eher so aus dem Bereich Wassersport, Surfen. Ja. Von denen, die für Triathlon sind, da ist dann vielleicht jeder 20. Wo man kurz mal auf die Schulter tippen muss und sagen muss, ja du, der Reißverschluss kommt eigentlich nach hinten. Ja, und manchmal hat man dann auch noch welche, die sagen, ich habe eben so eine komische Anzeige in meinem Sichtfeld. Ich habe voll die coole Brille. Nee, das ist noch die Schutzfolie, die kann man abziehen. Ja, also, aber das, so ist das halt. Das ist halt am so Start. Faszinierend, also, bei dieser Veranstaltung in Hamburg, weil da einfach ganz viele Leute erstmals mit Triathlon in Berührung kommen, die genau diese Fragen haben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber dafür sind wir da. Immer Fragen, wir antworten. Gerne. Genau. Ja. Eine Szenefrage hat Sören. Was ist euer Triathlon-Moment als Sportler und als Fan? Da haben wir im Vorfeld schon kurz drüber gesprochen, Frank. Wir haben aber uns das nur kurz zugeworfen. Willst du anfangen? Ich habe zwei Momente, ja. Einmal Kurzdistanz, einmal Langdistanz. Ja, ich fange mal an mit der Kurzdistanz. Natürlich Jan Frodeno, Peking 2008. Es begab sich zu der Zeit. Nein, ich war damals akkreditiert für die ITU, für den Weltverband als Fotograf. Zusammen mit meinem australischen Freund Deli Carr. Und wir hatten also beide die Top-Akkreditierung, waren sogenannte Pool-Fotografen, wo es dann vielleicht so pro Riesen-Event 5 Stück von gibt. Mhm. Das sind meistens dann 4 Agenturen, also die 4 großen Fotoagenturen der Welt und ITU. Und Deli und ich haben gesagt, wir wechseln uns ab. Ja, Deli hat das Frauenrennen genommen als Australier, Emma Snowsill hat gewonnen, ich habe das Männerrennen gewonnen, so. Jan Frodeno hat gewonnen. Ich war quasi der Fotograf beim Zieleinlauf, Auge in Auge mit Jan Frodeno, und ich kannte ihn ja nun vorher irgendwie so, ja schon lange als junger Sportler, und das war ein so unwirklicher Moment, dass der Kerl da als erster über diese Ziellinie läuft, und es war großartig. Das war mein Kurzstreckenmoment. Das war dein Kurzstrecken, okay. Das mit ganz großem Abstand. Ne? Ja. Na gut, gefolgt von Daniel Unger, der im Jahr vorher in Hamburg Weltmeister geworden ist und unser Triathlon-Tattoo auf dem Arm getragen hat. Ja, die Deutschlandfahne mit dem Triathlon-Logo drin, die ist heute immer noch jedes Jahr auf Hawaii bei der Wettkampfbesprechung für die deutschen Teilnehmer. Absolut. Mhm. Also wer noch eins haben möchte, wir haben noch ein paar davon. Genau. Du bist dran. Ja, meiner ist tatsächlich noch nicht so wirklich lange her. Für mich war oder ist der Triathlon, ich muss da auch echt lange drüber nachdenken, weil es so viele schöne Momente gibt und irgendwie auch aus allen Bereichen. Also das können wirklich kleine so Randbegebenheiten sein, die den Sport für mich so faszinierend machen. Aber wenn man so auf die große Bühne guckt, dann war es für mich Andreas Rehlert auf Hawaii 2015, als er Zweiter geworden ist. Weil in dem Moment und vor allen Dingen auch so in der Nachbetrachtung war der Moment so besonders für mich, weil wenn man die Jahre davor angeguckt hat, also er war öfter auf dem Podium schon, aber er war immer in Reichweite. Er wollte das Ding gewinnen und hatte dann 2 ganz, ganz miese Jahre. 2013 ist er nicht ins Ziel gekommen auf Hawaii, und 2014, das musste ich nachgucken, ist er 769. geworden. Er hat sich mit Magenproblemen durchgequält. Und dann kam 2015, und in den Jahren davor war es immer so, dass man gesagt hat, so ja, Andreas Rehlert ist immer klar Mitfavorit, weil er das selber auch so postuliert hat. Er hat immer gesagt, er will das Rennen gewinnen. Und 2015 sprach, und er möge mir das verzeihen, auf einmal fast niemand mehr davon. Ja, man hat dann Andreas Rehlert zwar noch erwähnt, so aufgrund seiner Verdienste und auf seiner Platzierung, die er schon erreicht hat, aber es ging alles nur noch um Sebastian Kienle und Jan Frodeno. Wer gewinnt das Ding? Das war die große Diskussion, und Andreas Rehlert hat fast niemand mehr auf dem Schirm gehabt. Und er hat aber dann diesem Rennen mit einer unfassbaren Willensleistung, als viele andere, die auch noch vorne mitspielen wollten, Schwäche gezeigt haben, es geschafft, tatsächlich sich von hinten, er hatte sogar noch eine Reifenpanne, die ihn locker 2 Minuten gekostet hat, sich aufs Podium vorzuarbeiten. Es gab dann diesen legendären Moment mit Sebastian Kienle, wo noch Zeit genug war, dass die beiden sich in der fairen Geste noch die Wasserflaschen da angereicht haben. Könnte man auch als Moment nehmen, aber das gehört für mich fast mit dazu. Wie er sich da wieder nach vorne gequält hat und als Zweiter da durchgelaufen ist.
und alles andere als Genugtuung gezeigt hat, sondern gesagt hat so, ja, das war mal endlich mal wieder ein Rennen, wie ich es mir vorgestellt habe, aber eigentlich kann ich es noch besser. Ja. Ja, und ich meine, dass er jetzt in den Folgejahren arge Verletzungsprobleme hatte, das, ja, das hat ihn, glaube ich, davon abgehalten, das zu beweisen. Also er hat immer gesagt, er hat es drinne, er kann noch besser, als er es da gezeigt hat. Ja, und wer weiß, das ist jetzt hätte, man weiß es halt jetzt nicht. Aber da, 2015, war er wieder ganz, ganz nah dran. Also ja. Ich glaube auch Jan Frodeno hat auch mal gesagt, er hat dann im Energy Lab, glaube ich, er wusste eigentlich erst, als er dann zurückgelaufen ist, als sie sich begegnet hatten, hat ihm das auch nochmal so einen Push gegeben, der ihn letztendlich dann ja zum Weltmeister gemacht hat. Ja. Spannende Geschichte. Also ja. Man ja, bleibt zu beobachten, wie es mit Andreas Rehlert weitergeht. Er hat immer gesagt, solange er glaubt, dass er ganz vorne angreifen kann, macht er weiter. Also er macht weiter. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja. Ja. Also er hat jahrelang so hart dafür gearbeitet. Ja. Es gibt so diese Geschichten, wie man ihm im Trainingslager das Vorderrad ausgebaut und versteckt hat, damit er nicht trainieren geht am Ruhetag. Tja. Ja, also und man muss sagen, die Rehlerts alle beide sind ganz feine Kerle. Ja, unabhängig davon, also unabhängig von der sportlichen Betrachtung, ist das nie, wenn jemand sagt, ja, ich will Weltmeister werden, ist das, würde man bei ganz vielen sagen, so, ja, schauen wir mal, irgendwie so. Also gerade auch bei Andreas ist das, finde ich, so, er sagt das, weil er weiß, was er kann. Ja. Ja, er muss es halt letztendlich irgendwann beweisen, oder? Ja, ja. Er wird es halt nicht. Ja. Ist auch kein Drama. Ja. Also, aber ja. Ich habe da gerne ein Auge drauf, weil ich finde das eine weitere Facette, die das so spannend macht alles. Ich habe auch noch zwei Wettkampfmomente Langdistanz, die so ein bisschen abseits sind vom großen Siegen und so, die mir unheimlich eng in Erinnerung geblieben sind. Das ist einmal die Premiere des Ironman in Regensburg. Mhm. Und am Start waren Tom Noll und Dave Orlovsky. Die waren beide 1978 bei der Ironman-Premiere auf Hawaii am Start. Und wir hatten im Vorfeld so ein bisschen mit Dave zu tun. Dave war 1978 Dritter auf Hawaii. Und der hatte sich zum Ziel gesetzt, ich mache jedes neue Rennen, was Ironman irgendwie auf den Markt bringt, da mache ich mit. Ja, damals ging das so gerade noch, bevor es dann inflationär wurde. Und er ist auch sehr krank geworden. Also er hatte damals schon Leukämie, aber kämpft bis heute tapfer. Ja, Dave musste sich immer die Rennen auch aussuchen nach Zielschluss. Ja, also sowas wie Frankfurt ging da nicht mehr, weil Frankfurt durch Anwohnerproteste irgendwann um 22 Uhr das Ziel dicht machen musste. Mhm. In Regensburg ging das noch. Und eigentlich war alles schon vorbei, abgebaut, und ich wollte auch nach Hause gehen und bin irgendwie an der Strecke dann auf Dave gestoßen, der noch die letzten 3 Kilometer vor sich hatte. Und ich bin diese letzten 3 Kilometer mit ihm bis zum Ziel gewandert und wir sind seitdem beste Freunde. Das ist, ich habe nur gedacht, hey, wenn ihr nicht damals 1978, dann wäre ich jetzt auch nicht hier. Ja, dann gäbe es meinen Job nicht. Ja, das ist tatsächlich so. Ja, was könnte man, wenn man so lange dabei gewesen wäre, was könnte man für Momente erzählen? Ne? Ja, ja. Man müsste mal Bob Abbott oder so diese Frage stellen, der ja auch aus der ersten Garde kommt. Ja. Was da wohl die Momente wären, keine Ahnung. Und ich habe noch einen anderen Moment, der war auch irgendwie mehr oder weniger spektakulär. Als ich angefangen habe mit Triathlon, da gab es Mark Allen, Thomas Hellriegel und in diesen ganzen Hawaii-Übertragungen, da gab es immer Mark Allen, Jürgen Zeck und immer spielt auch Madonna Buddha mit. Ja? Ja. Die Iron Nun, die Nonne, die quasi sich im Kloster auf Hawaii vorbereitet hat und da, glaube ich, auch den ganz viele Altersklassenrekorde hält und so. Und die war also immer irgendwo Thema, als ich die ersten Berührungen mit den damals noch ganz wenigen Medien im Ironman oder im Triathlon gab. Und die war dann eines Tages in Rot am Start. Und irgendwie, wie es der Zufall so wollte, ich war am Fotografieren. Ihr kennt so auf so 20 Kilometer vorm Solaraberg geht's einmal so eine lange, lange Steigung hoch, wo oben eine Verpflegungsstation ist. Ja. Die ist nicht steil, aber die zieht sich so. Und ich stand oben kurz hinter dieser Verpflegungsstation und habe fotografiert. Und auf einmal kam Madonna vorbei und fiel mir vor die Füße. Die ist vom Rad gefallen. Oh Gott. Die hat diese Steigung nicht geschafft. Ja. Und die war aber so ehrlich zu sich selbst. Die hat gesagt, ich steige, die konnte auch nicht wieder aufsteigen. Die hat gesagt, ich steige jetzt hier auf, ich rolle den Berg runter und ich nehme einen zweiten Anlauf. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt sind Regeln einmal völlig egal.
Madonna, steig auf, ich schieb dich an. Ja. Du schaffst das. Ne? Sie hat dann das Rennen nicht gefinisht, aber dass ich irgendwann mal eine solche Situation mit Madonna Buddha haben würde, das habe ich mir damals, als ich das erste Mal irgendwas vom Ironman Hawaii gehört habe, das war so eine komplett andere Welt. Ja. Das ist irgendwie auch ein Moment, der hängen geblieben ist. Ja, ne? Ja, aber Günther hat auch nach, nein, ich bin verrutscht in der Zeit, Sören hat auch nach unseren Triathlon-Momenten als Sportler gefragt. Ja. Ja, da, also ja, auch da habe ich auch schwanke ich zwischen ja zwischen meinem ersten Triathlon hier in Hamburg, der ja einfach ja so ein krasses Erlebnis war, dass ich einfach dabei geblieben bin. Aber ich glaube richtig eingebrannt und wo ich tatsächlich auch noch öfter dran denke, ist ein Langdistanz-Finish in Rot, weil das einfach von morgens bis abends so eine Achterbahnfahrt war, irgendwie der Gefühle irgendwie immer nah am Aufhören. Und da könnte man den Tag rüber, also ich habe tatsächlich ganz, ganz viel wirklich lebhafte Erinnerungen auch so. Aber für mich, und das ist wahrscheinlich der letztendlich dazu geführt hat, dass ich das gefinisht habe, war so der Wechsel vom Rad. Ich habe mich ganz fürchterlich überzockt beim Radfahren. Also wirklich richtig, richtig schlecht. Zweite Runde mit oft anhalten und Sterne sehen und so. Also ganz schlimm. Und ich bin wirklich da auf die Wechselzone zugekrochen. Und ich wollte nicht aufgeben und irgendwie wusste ich auch, ich gebe nicht auf. Ich wusste nur nicht, wie das weitergehen soll. Ja, weil es war irgendwie völlig klar, dass das gar nicht gehen kann, dass ich jetzt noch einen Marathon laufe. Aha. Einfach völlig klar. Und in Rot ist es so, dass man da dann hinkommt und man schiebt sein Rad dahin und es wird einem das Rad abgenommen. Und von da an ist so eine Kette in Gang gesetzt worden, die dazu geführt hat, dass ich weitergemacht habe. Der Name steht ja auf der Startnummer, das heißt, ja. Der erste so, ja Nils, komm, du musst hier, dein Beutel liegt hier vorne. So, erste Schritte, diese Richtung, okay, Beutel, was soll ich mit dem Beutel? Ich kann nicht laufen, es geht nicht. Irgendwie so, okay, du nimmst jetzt deinen Beutel, gehst jetzt hier ins Wechselzelt. Okay, alles klar. Da wird dann man von den Nächsten, dann hat mich eine Frau in Empfang genommen, der ich sehr dankbar bin bis heute noch für diesen Einsatz, ich weiß nicht, wie sie heißt. Die hat dann gesagt, so, setz dich jetzt erstmal hier hin, so, und hier, geh mal mit deine Radschuhe, ziehen wir mal aus und so, und hier, der hat den Beutel ausgekippt vor mir, hat gesagt, mal, hier hast du so eine Mütze, die kannst du aufsetzen, ich schmier dich mal ein bisschen ein mit Sonnencreme, und ich saß einfach nur da und habe das so über mich ergehen lassen, weil ich wusste, okay, das ist keine Ahnung, was, so. Mhm. Und dann so, jetzt ziehen wir mal deine Laufschuhe an, ja, gut, Laufschuhe anziehen. Und dann hat sie gesagt, so, ich kannst jetzt hier noch ganz kurz sitzen bleiben. Hat sie sich um jemand anders gekümmert. Ich hatte auch keine Ahnung, gefühlt hat das nicht so lange gedauert, aber wir haben neulich nochmal nachgeguckt. Es war eine unendlich lange Zeit, habe ich da gesessen auf dieser Bank. Und irgendwann kam sie dann und hat gesagt, so, und jetzt geht's los. Und dann hat sie mich so hochgehoben und hat mich so aus dem Zelt rausgeschoben. Und dann habe ich gesagt, oh, ja, dann geht's jetzt wohl los. So, und dann ja, bin ich tatsächlich einen Marathon gelaufen. Ja. Ja, also, ja, ich erinnere mich so gern an diesen Tag, dass das ist einfach so schön gewesen. Ja, ja. Dann, dass dann irgendwann, klar, gibt es dann immer noch weiter Auf und Abs und so, aber irgendwann schafft man es dann. Und das ist natürlich einfach auch cool. Mhm. Also dann da ins Ziel zu kommen. Ich glaube, jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, dass das was ist, was man niemals im Leben mehr vergessen wird, wie sich das angefühlt hat, das dann geschafft zu haben. Ja. Und ja, das ist mein privater und mein sportlicher Triathlon-Moment. Ja, ja, bei mir auch ganz sicher Rot. 1996, also schon ein Weilchen her. Es war meine zweite Langdistanz. Die erste habe ich im Jahr davor in Schwerin gemacht. Schweriner Schloss-Triathlon war damals deutsche Meisterschaft. Gibt es schon lange nicht mehr als Langdistanz. Auch ein schönes Rennen gewesen, aber zum ersten Mal Rot zu erleben. Ich war vorher nie als Zuschauer da. Das killt einen einfach. Ja, das ist bis heute. Ja. Freue mich jetzt schon wieder drauf. Ja. Ja, letztendlich dieser Zieleinlauf da mit Ute Mückel zusammen. Immer wenn ich Ute heute treffe, dann scherzen wir noch immer so, ah, damals wir beiden im Ziel 1996. Ne? Aber in dem Moment zu wissen, das hat jetzt wahrscheinlich für Hawaii gereicht. Das ist ein Moment, das ist mein sportlicher Moment, aber es ist auch ein Moment, der mein Leben komplett verändert hat. Ja. Sonst säße ich jetzt nicht hier. Ja. Ne? Und dann die Eltern anzurufen, ich habe ein Problem, ich brauche Geld. Und meine Eltern sagten, das schaffen wir irgendwie. Ja. Ne? Und wir haben es geschafft. Und
eigentlich ist dieses Quali-Rennen 96 in Rot fast noch ein bisschen präsenter als Hawaii, ja, weil Hawaii ist dann die Kür. Ja. Ne? Und Hawaii war ich viel zu oft danach. Ich möchte da auch wieder hin. Ich möchte auch als Sportler eines Tages wieder hin. Ja. Aber mein sportlicher Moment war der Zieleinlauf in Rot 1996. Also. Ja. 96 und 2015. Lag ein bisschen was dazwischen. Lag ein bisschen was dazwischen. Wir sind ja auch unterschiedlich alt. Ja, nicht so viel. Nicht so viel. Gut. Ja, haben wir noch was. Wie weit sind wir denn überhaupt? Können wir noch? Müssen ja, wir noch? Ja, einen haben wir noch. Wir sind gleich bei genau einer Stunde. Mhm. Du hast da noch eine größere Frage ausgedruckt. Ja, wir hatten noch einmal was zum Thema Training, das ist aber, glaube ich, auch relativ schnell erzählt, ja. Aber Thomas fragt, EMS müsste für viele Triathleten interessant sein, geringer Zeitaufwand, viel Technik, neu und innovativ, teuer, was ist davon als Teil des Trainings zu halten, statt Kraft und oder Stabi? Ja, EMS. Also EMS gibt es schon so lange, wie ich Triathlon betreibe, glaube ich. Damals war es eigentlich Firma Compex, die Vorreiter war. Es gab im Zielbereich immer so Regenerationszonen, wo man sich dann verkabeln konnte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, man sieht das überall mal, aber so richtig, richtig durchgesetzt als das Tool, was einen jetzt schneller, besser, schöner macht, hat es sich nie. Ja. Ja, ich glaube allerdings, es liegt auch daran, wir Triathleten, wir sind trotz Swift und allem, was es heute noch gibt, wir sind leidenschaftlich gerne im Wasser unterwegs, wir radeln, wir laufen und es liegt uns ein bisschen fern, uns zu verkabeln und damit Trainingseffekte erzielen zu wollen. Ich glaube, es hat Sinn im Bereich Regeneration, ja, aber es hat nie so den hundertprozentigen Durchbruch gebracht. Es ist immer da gewesen, es verändert sich auch. Es gibt inzwischen ganz viele Textilien, wo die entsprechenden Elektroden eingewebt sind. Ich habe hier selber auch mal mit euch zusammen eine testen dürfen. Da gab es irgendwie ein technisches Problem. Also ich dachte, ich werde gegrillt von einer Sekunde auf die nächste. Das war irgendwie App-gesteuert. Da gibt es sicher auch noch Weiterentwicklungen. Die ganzen Geschichten werden sicher smarter. Aber ohne das Schwimmradfahren und Laufen werde ich im Triathlon nicht schnell. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das... aber ich glaube, dass es eine interessante Entwicklung sein könnte. Also ja. Weil letztendlich ist, glaube ich, wie du es gesagt hast, die Krux war halt, dass das nicht mobil war. Ne? Dass man irgendwie in so Studios, die es ja gibt... Na, die waren schon mobil, die Geräte. Das waren so... die sahen so ähnlich aus wie unser Podcast-Aufnahmegerät hier. Ja. Und man musste immer Elektroden nachkaufen oder Kleber oder so. Okay. Das ging schon, aber es war halt immer schon in der Form statisch. Man hat sich irgendwo hingelegt, um das zu machen. Braucht also zusätzliche Zeit. Heute ist es ja eher so, dass man zum Laufen irgendwie sich nochmal spezielle Impulse geben lässt, um auch noch irgendwie den Core mit zu trainieren oder so. Ja, genau. Also so, das ist quasi die Idee hinter den neuen Modellen, ist halt, dass man das alt anziehen kann und dass man, ich sag mal, unter einer gewissen Grundspannung quasi trainiert und dadurch eben ja ein Ganzkörpertraining hat, auch beim Laufen zum Beispiel. Ja, ich bin gespannt, keine Ahnung, muss man mal abwarten. Ich glaube nicht, dass da irgendwann alle mit trainieren werden, aber wer weiß. Vielleicht bedarf es auch erstmal jemanden, der da vorangeht. Das ist ja häufig so im Triathlon. Und dann gibt es ganz viele, die das dann auch machen wollen. Ja, ich glaube, die Möglichkeiten sind da ja auch unbegrenzt. Wahrscheinlich wird irgendwann auch mal wer auf die Idee kommen, irgendwie die Muskeln des Bodies so zu stimulieren, dass man eine perfekte Aero-Position durchhalten kann oder so. Tja. Ohne da willentlich Energie reinzustecken. Wer weiß es. Sehr attraktiv. Schon sind wir wieder beim Thema E-Sport. Ja, genau. Eine letzte Frage haben wir noch von Daniela Cornels. Es gibt doch bestimmt eine Menge lustiges, unveröffentlichtes Material. Versprecher, einen Lachanfall während eines Interviews, lustige Fotos mit Motiven im Hintergrund, die ihr es später wahrgenommen habt, etc. Lasst uns doch gerne mal zusammen mit euch darüber schmunzeln. Also da wird es, glaube ich, mal Zeit für ein Best-of. Da gibt es eine ganze Menge. Aber fällt dir spontan was ein? Ich hab was gleich. Ja. Ach, ich habe so ein Lieblingsfoto aus Hawaii aus einer Verpflegungsstation. Da gab es ein kleines Mädchen, die war vielleicht
2 oder so. Also wirklich noch ganz klein. Und die stand da mit ihrer Mama, hat da mitgeholfen und so weiter. Und die hat sich immer zum Cola-Stand geschlichen und hat immer aus den Cola-Bechern immer erstmal einen kleinen Schluck genommen und hat sie dann tapfer den Athleten hingereicht. Also wenn irgendwo einer dann mit Windpocken oder so aufgewacht ist, dann weiß ich, woher das kam. Aber es war ganz süß auf jeden Fall. Das ist jetzt Zufall. Es ist nicht abgesprochen, weil genau diese Sequenz ist in unserem Trailer oder in dem Vorspann von jedem Film in unserem Ernährungstutorial mit Caroline Rauscher. Ja. Auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider gibt es seit vorletzter Woche ein Ernährungstutorial. Jede Woche beantwortet Caroline Rauscher eine Frage zum Thema Ernährung. Und da ist, wie gesagt, im Vorspann diese Sequenz drin. Sie kommt groß raus jetzt. Ja. Sie kommt groß raus. Ne? Und es war wirklich nicht abgesprochen. Ja. Ich möchte da eine kleine Anekdote zum Besten geben, zum Abschluss. Ich war ja auch mal viele Jahre Pressesprecher der Deutschen Triathlon Union. Und das war zu Zeiten, wo man Pressemitteilungen noch per Fax verschickt hat. Ja. Das heißt, ich hatte ein Template in Word, was ich dann in eine Faxsoftware eingespeist habe. Und die hat über ein Modem, ich glaube so um die 700 Faxadressen beliefert. Das hat mit allen Nachversuchen, wo die Nummer im ersten Moment besetzt war oder so, immer so, da ging fast ein Tag bei drauf. Ich glaube so zu Hochzeiten 20 Stunden gedauert, Wahnsinn. Bis die Faxe alle raus waren. Da, es war fast noch vor digitales Zeitalter. Da ging, ich weiß auch nicht, hier kam auch massig Pressemitteilung per Fax rein. Wir haben Faxgeräte im letzten Jahr abgeschafft. Ja, also, und wie gesagt, ich hatte dieses Word-Template und habe da einmal nicht besonders aufgepasst. Jetzt muss ich es gerade sortieren, wie die Reihenfolge war. Ich glaube, erst gab es eine Pressemitteilung, als Nina Kraft nach ihrem Dopingverstoß auf Hawaii eine Sperre bekommen hat. Und kurz danach gab es eine Pressemitteilung, dass Hamburg die Triathlon-Weltmeisterschaften 2007 bekommt. Und die Pressemitteilungen hatten immer eine erste und eine zweite Überschrift. Und ich habe irgendwie die eine nicht geändert, als ich die andere eingepflegt habe. Also die Pressemitteilung fing dann an. Nina Kraft für 2 Jahre gesperrt. Die Hauptheadline war dann DTU-Präsident Dr. Klaus Müller-Ott, für mich geht ein Lebenstraum in Erfüllung. Oh Gott. Ja, und ich war selber im Faxempfänger, privat zu Hause, und du kannst dir nicht vorstellen, wie schnell ich wieder ins Büro gefahren bin, nachdem zu Hause diese Meldung aus dem Faxgerät kam und ich nur gelesen habe, Frank, was hast du da gemacht? Also ja. Gut, du bist jetzt nicht mehr Pressesprecher. Nein, ich habe das so gerade politisch überlebt, habe es dann die Pressearbeit für die DTU irgendwann selber gekündigt, weil das einfach zu viele sich beißende Rollen waren, und habe auch das nie bereut. Ja, aber das ist, spannend. Geschichten, die das Leben schreiben. So ist es. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Wir können das sicher noch mal an anderer Stelle wieder ähnlich machen. Ja, es gab noch ein breites Spektrum an verschiedenen Fragen. Wir haben ja sowieso jede Woche eine Leserfrage der Woche in diesem Format Carbon und Laktat. Ja, von daher danken wir euch fürs Zuhören. Ja. Nächste Woche geht es weiter am Dienstag. Bis dahin haltet die Ohren steif für die, die jetzt im März ins Trainingslager gehen. Passt auf euch auf und wir hören uns wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.